Hey Genas und herzlich willkommen zur vielleicht Ja, halt's vorletzten Maul. Runde für Morganatic Chaos in seiner Season 7. Weiter. Du weißt schon, ne? Machst du gut. Einstufungs-Match. Placement Match. Ja. Wie Ja, ist ja, dein ja. Stand so im Moment? Mach mir ein bisschen Sorgen um unsere Top-Lane, aber sonst fühle ich mich gut. Ne, also zurzeit steht es einfach mal 6-3, ja. Schauen wir mal, entweder gehe ich 6-4 raus oder 7-3. 7-3 wäre natürlich angepeilt, aber es wäre ja zu warm, schön zu sein. Ja, du weißt ja, ne, Maxim ist ja mit 2,8 Gold 3 geworden. Ja, das ist balanced. Du wirst dann mit 7,3 wirst du erstmal Bronze 1. Dann weißt du aber definitiv, dass die Ranked Season 2017 für mich beendet ist. Nee, nee, ich glaube, also diesmal wird es auf jeden Fall Gold bei dir. Also du hast ja, letztes Mal hattest du ja bei der Preseason, hast ja 5-5 gehabt, ne? Ja, und bin Silber 1 eingestiegen. Ja, also wird es jetzt auf jeden Fall Gold. Habe aber trotzdem für meine geschaffte Gold-Promo einfach mal 60 Spiele gebraucht. Ja, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich zu oft mit dir gespielt oder so. Nee, das kann nicht sein. Ich bin ziemlich direkt aufgestiegen. Ja, nee, keine Ahnung, das war halt einfach total weird. Die Mates waren halt so gefühlt immer 3-4 Divisionen unter meiner eigentlichen, so was ich so spiele, und die Gegner waren halt immer so even mit mir, und es war halt immer absoluter Rückwärtsgang. Bin ein bisschen aufgeregt. Muss mich ja schon sagen. Ich würde ja am liebsten die Kata. Ach nee, wer ist denn jetzt eigentlich wo? Ramos ist im Jungle. Hecarim ist auf Top. Das noch erleben darf. Talon ist mit. Out. Nice. Natürlich auf dem Level zu bleiben, dass wir 1100 Jolt haben, ne? Das ist wichtig. Dass wir nicht noch eine Range auf dem Level verraten mussten. Ja, genau. Für mich auch.
Amos Top, wer hätt's gedacht? They see me rolling, der hat mein Blue Buff bestimmt. Och. Doch, hat er. Da werden die Plays gemacht, ja? Hier wird einfach getryhardet. Das ist solo du, Junge. Da gehst du rein und gibst dir einfach die Schelle ins Gesicht. Wenn ich könnte, würde ich noch spucken. Amos Mitte. Könnte sein, dass er Top Jungle geht, ich bin mir nicht sicher. Ich versuche nur gerade Dings alles zu denyen. Oh, der folgt dann immer. Amos geht Mitte. Achso, Quatsch. Ja, doch. War Zeit. Ja, die Pressure gerade so hart auf der Bot, da kann ich nicht ganken. Okay, gegen Hecarim Top ist. Der. Ein Gegner wurde getötet. Zurückkehren. Alles ist
Oh lol. Oh lol, es real. Oh, krass. Ein Gegner wurde getötet. Oh shit, das war ich ein bisschen hoch. Sorry. Der Greed hat von mir Besitz ergriffen. Gut. Nein! Gegen die Ulti auf ihn anstatt auf mich. Naja. Ein Verbündeter wurde getötet. So viele Geheimnisse, verborgen im Eis. Oh, es will. Bin tot. Ja. Jetzt fängt es an, wovor ich Angst hatte. Cutter ist halt einfach auf jeder Lane Stahl, Stupid OP. Auch wenn sie trollen. Also Cutter Hard Focus, ne? Ist klar. Weil die hatte mich jetzt schon mal locker wieder 4-3. Ja, der Brand hat sich gerade so, bitte nimm mich. Hackers bitte. Gefailt. Bin tot. Also wir Thrones jetzt richtig hart. Aber Cutter ist halt stupid OP. Ups, und weg ist er. Nicht ulti.
Amos geht Mitte. Ezreal tot. Cutter, nice Ult, Junge. Nice Champion, Alter. Einfach OP-Faggot-Shit spielen und nachher eine große Fresse haben. So, Dragon. Boah, ich hab gefailt. Scheiße! Bin tot. Hasse Sonjas, Alter. Push Toplane, push. Achso, ist weg. Durchwachsen. Ja, wir waren einfach übelst ahead. Also wie gesagt, Cutter einfach brutal einfrieren und danach dresch mal die sowas von weg. Der Rest ist scheißegal. Das ist ein Pink. Hacker State. Jetzt nicht ein Humus, ja? Oh, lol. Da ist ein Brand. Ja, ja, der kommt dann immer mit voller Geschwindigkeit an und meint, der könnte irgendwas reißen. Hacker fehlt. Oh jo. Unfair! Wow. Lol. Ja, der ist über Botlane. Why? Das Why der Woche. Ja, und eine Ezreal Ulti oben drauf. Euer Team hat einen Turm zerstört.
Ja, also, nach der Trinity, Instant Mercos und Banshee. Dadam. Nee, eigentlich Deadman's Plate, aber vielleicht werde ich beides holen und dafür mal irgendwas weglassen. Zum Beispiel, ich weiß es nicht, der Thresh hat Probleme. Brains Mitte. Goal! Boah, das Thresh hat halt die Ult mitgebracht. Okay, unser Velkos hat einen oder anderen Kill. Macht es. Wir haben Mitte die Pressure. Botlane klärt sich gerade von alleine. Hacker ist Mitte. Der Q treffen. Ich würde lieber Cutter mit der Q treffen, um die zu interrupten, ihre Ult. Ja, und Ult kannst du mit deiner Ult interrupten. Hab ich nicht. Hier, guck. Außerdem kommt jetzt Dragon und das Fire Drake, den hätte ich nämlich sehr gerne. What the hell? Shit. Komm, SW, mach's. Sehr, sehr geil. Ja, Free Drake. Ich opfer mich für die Truppe, aber ich hab total. Bisschen misplayed. Mindestens habe ich nicht gedacht, dass sie so hardcore engagen. Oh lol. Kann das sein, dass der Esri gerade aus der Katapult rausgesprungen ist? Cutter Ignite. Ja. Ja, okay, wir haben den Throwing Trend aufgegeben. My S. Hacker ist Top Lane. Ja, der muss auch Hacker. Ja, klar. What? So, der geht worden. All-Int einfach. Rammus hat seine Ult auf mich gemacht. Oh, die Rotze ist stark, diese Elo. Okay, der Velkos deletet einfach mal. Oh, schade. Genau das habe ich gemeint. Einfach Kada weg.
bumsen. Hat das Botlane? Jetzt nicht mehr? Easy. Das sind die Shotcalls, Junge. Das begreift die Tristana so schön. Die Katarina einfach noch nicht. Ein Jungler. Ja, Blue Buff. Raptoren sind total am Breakouten. Die wollte ich holen, weil ich dachte, die greedet noch rum, aber. Ne? Nee, hab ich leider nicht. So wird er gebürstet, Junge. Talon. Mühe. Ich will überleben. Boah, schade. Oh, das wäre einfach der Nordseeangler geworden.
Ja, die haben zwei offene Inhibs. Eigentlich können wir jetzt Baron callen und dann. Baron and End. Ja. Baron is lonely. Das Thresh tut einfach mal den Turret wegmachen. Schlachten kommen und gehen. Ich werde ewig. Wir riechen das. Ja, ist egal. Aber wir sind in Unterzahl at the moment. Ja. Ne, die sind da. Kata und Ramos sind drüben. Deleted. Ja, GG, WP. Huftgold. So. Die Spannung.